Wind. Sehr windig, bitte. Wenn man dich hoffentlich hört, Digga. Windig. Das war Gebärdensprache. Ich hab die noch nicht gelernt. Digga, das war Jutsu des versteckten Flammenkopfes, Digga. Versteckten Flammenkopfes. Sehr stark, sehr stark. Okay, Leute, wir haben schon jetzt 20 Minuten oder so nach Iftar. Aber jetzt wird erstmal Wasser gegönnt. Halt, Bismillah, Leute. Sehr, sehr wichtig, Digga. Ich hab so Durst den ganzen Tag schon. Was ist das ein Teller? Was nimmst du? Boah, ich glaub, ich nehm so ein Brot. Hast Bock? Hier sind sehr viele Leute, das heißt, hoffentlich ist er sehr lecker. Das sieht schon mal so saftig aus. Ist das, Bro? Ja, wie du gesagt hast. Saft. Digga, es erinnert mich schon ein bisschen an Pastrami auch schon vom Fleisch her, ne? Einfach weil es so fettig, so saftig ist. Nimmst du auf? Ich finde, es ist riesig. Es ist sehr, sehr groß. Es gefällt mir schon mal, aber mal gucken. Kostet aber auch fast 10 Euro, muss ich sagen. Wir haben uns viel Fleisch genommen, deswegen ist es auch auf einiges teurer. Schon gesehen. Obwohl es auch eine Soße ist, ist es sehr saftig und sehr lecker. Ich freue mich auf jeden Fall, alles aufzuessen. Und ja. Probieren, Digga. Du wirst auf jeden Fall alles aufessen, Digga. Ja, auf jeden Fall. Ich esse immer alles auf. Ihr wisst, Berke weiß es. Ich esse vielleicht sogar mehr, Digga. Man weiß es nicht. Wer meinen Strandvlog in Balıkesir gesehen hatte, weiß auf jeden Fall, dass Abdul gut essen kann. Aber ich würde sagen, jetzt bin ich mal dran mit dem Essen. Oder ich bin so hungrig von den ganzen Tag schon. Und würde sagen, guck mal, diese Schönheit, Bro. Ich habe einmal so ein Fleisch. Ach, guck mal, es zerfällt einfach. Guck mal. Einmal so ein Fleisch, Digga. Wundervoll. Sag mal, den Döner. Unglaublich lecker, Digga. Dieses Fleisch schmeckt so, so gut, Bro. Ist krank. Es gibt noch einen anderen Dönerspot, wo ich eigentlich hingehen wollte. Aber der ist aufgrund von Ramadan leider zu. Aber ich hoffe, dass ihr die Tage irgendwie aufmacht. Dann werden wir da auf jeden Fall hingehen. Das werdet ihr dann im anderen Video sehen können. Ich würde sagen, jetzt reinbeißen. Bismillah, Freunde. Let's go. Sehr süße Leute auf jeden Fall hier. Und wie ist der Döner? Ist der auch süß? Ich habe dann wieder ein bisschen viel Brot abgerissen, leider. Und das ist das Ding bei den türkischen Dönern. Wenn du hier an der Ecke abbeißt, da ist immer mehr Brot als Fleisch drin. Aber einfach nur saftig, oder? So schön gefüllt mit Fleisch. Die Tomate passt auch richtig gut dazu. Da ist auch ein bisschen Pommes drin. Ist so dieser türkische Klassiker einfach. Es ist so saftig. Es ist so einfach sanft zum Reinbeißen. Es ist so, so geil. Hat nichts mit dem Döner in Deutschland zu tun zum Beispiel. Aber ich finde auch Berlin-Döner in letzter Zeit sinken immer tiefer von der Qualität her. Fleisch wird immer schlechter und der Preis geht immer höher. Soßen sind sehr, sehr gut in Berlin, aber Bro, dieses Fleisch hier, das ist krass, Bro. Das ist krass, das toppt alles, Digga. Wirklich unglaublich süß, die Leute hier, Digga. Ich habe gerade auf jeden Fall ein Wasser gefetzt. Jetzt fetze ich doch diesen Döner. Wasser auf jeden Fall das beste Getränk zu sowas, vor allem zu Iftar, Digga. Okay, Freunde, wir haben hier noch ein Baklava geschenkt bekommen. Und ich würde sagen, das probiere ich jetzt auch einfach mal. Wirklich sehr, sehr süß, die ganze Familie hier. Wirklich krass am Supporten. Ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal dieses Baklava. Einmal reinbeißen, let's go. Sehr, sehr lecker, nicht zu süß. Man hat diesen guten Nussgeschmack von der Pistazie drin. Es ist sehr, sehr lecker. Schöner Crunch, echt gut, wirklich sehr, sehr lecker. Das einzige, was süßer ist als dieses Baklava, sind die Leute hier, Digga. Türkisch Baklava. Çok güzel, çok güzel. Wirklich so süß, Digga. Der Döner hat jetzt auf jeden Fall eine Weile gewartet. Ich leider auch. Aber jetzt wird er auf jeden Fall richtig gefetzt, Digga. Ich habe so Hunger, ihr wisst nicht. Sehr lecker. Und die Leute, die wir getroffen haben, waren es auch noch schöner als das Essen. Tatsächlich, wirklich. Obwohl ich fast gar nichts verstanden habe. Und wir haben Baklava. Baba.
Baklava ist auf jeden Fall sehr lecker. Ich kann es jetzt nicht genau analysieren, es ist einfach nur lecker für mich, es ist einfach süß. Ihr kennt alle Baklava, es schmeckt einfach sehr gut und sehr frisch. Viele der Leute, die hier wohnen, sagen, das soll der drittbeste Döner in Istanbul sein. Und deswegen kann ich auf jeden Fall mir schon vorstellen, es ist auf jeden Fall kein Standarddöner auch hier. Aber trotzdem, die Dönerqualität hier ist auf jeden Fall schon mal einiges voraus. Chai haben wir ja auch bekommen. Wir haben ein ganzes Buffet auf einmal bekommen. Wir wollten nur einen Döner essen, aber wirklich sehr, sehr krass, sehr, sehr süß. Gewürzgurken habe ich jetzt auch hier. Deswegen würde ich sagen, reinbeißen und gönnen. Ich war hier im Februar schon mal beim selben Döner und ich bin ehrlich, ich finde, der ist jetzt sogar besser als nochmal im Februar. Aber da habe ich ihn auch schon sehr, sehr gefeiert, habe ich auf jeden Fall einige Insta-Stories gemacht. Deswegen folgt mir jetzt auf Insta hier eingeblendet, Digga. Let's go. Hey Leute, wir sind jetzt randvoll. Okay. Ich bin randvoll und ich würde sagen, wir laufen jetzt ein bisschen noch rum, ein bisschen einfach genießen, Digga. Ich finde Istanbul einfach sehr, sehr schön, einfach zum Rumlaufen, einfach so diese Atmosphäre in sich aufzunehmen. Und deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt ein bisschen rum und danach essen wir auf jeden Fall noch was Genüssliches. Dann sehen wir uns gleich dazu wieder, Digga. Digga, einfach der dritte Asiat oder so, den ich in meinem Leben in Istanbul gesehen habe. Holy shit, Bro. Digga, Hilfe, die Türkei zieht einfach nach. Holy shit, Bro. Guck mal, was ist das für ein Deckel. Abdo geht jetzt alleine einkaufen, Digga. Holy shit, mal gucken, was es wird. Der Bruder ist, er hat ganz, ganz tolle Schmerzen, Digga. Er hat ganz, ganz tolle Schmerzen. Wie war deine Erfahrung, auf Türkisch zu bestellen? War ganz okay, also ich kam klar. Wenn man kompetent ist, dann kann man anders. Ja, genau. Wir haben uns jetzt so ein Nutella-Bomber-Ding geholt, Digga. Bei diesem Bomber Jafati, der ist sehr, sehr beliebt hier. Und der hat auch richtig viele Fotos mit Gala-Spielern. Wir werfen den doch weg, Digga. Einfach reinstechen. Oh, wow. Nimm einfach das Ding in deinen Mund. Wie eine Fusion von diesen türkischen Keksen mit Nutella-Füllung und Crepe. Wirklich, Digga. Party im Mund. Der Teig ist ein bisschen mehliger, so, er treibt, fühlt sich mehliger an. Löst sich einfach im Mund komplett auf und ist sehr lecker. Und sehr süß. Also sehr lecker. Ich bin ehrlich, Digga, ich bin Türke, ich kenne das alles schon. Aber, bam. Bro, die Musik so laut geworden auf einmal. Let's go. Sugar Bomber. Wirklich, todessüß, Digga. Ultra schokoladig. Wirklich ein bisschen wie Crepe, einfach wie beim Rummeln, einfach nur so Crepe ist. Aber es ist sehr, sehr lecker, Digga, sag ich, so ist es. Merkt euch, Kaffee kommt immer gut an, Digga. Digga, die Türken sind auf einmal richtig international gegangen. Smash Burger, Fried Chicken. Da hinten nochmal zwei Fried Chicken Laden. Eine Straße weiter nochmal 5 Fried Chicken Laden. Ich weiß nicht, was wir mit Fried Chicken haben, aber Fried Chicken ist geil, keine Frage. Dann hier noch so Pasta im Cheese Wheel drin und so. Da noch ein Italiener, Bro. Ich schwöre, was mit der Türkei passiert, Digga. Ich dachte nur Kebab und Dings, Digga. Holy shit. Ja, man, die wussten, die wurden nur gewestert, westernisiert. Englisiert. Englisi. Englis. Englisch. Nihongo. Der hat der Maul. Hey Leute, wir haben hier Nudeln mit irgendwas. Digga, das ist so Fettuccine in so einem Pasta-Wheel. Die haben wir gerade gezeigt, Digga. So Pasta-Wheels, Digga. Let's go. Und ich würde sagen, wir hauen da rein. Da ist noch Pesto-Sauce irgendwie drauf. Noch Tomaten, Paprika und so irgendwie so. Und Chicken. So Alfredo-Style mäßig. Schmeckt ganz gut, ja. Ich wollte eher so diese sahnige Dings haben. Da war so ein Typ, der hat da sowas. Aber das ist auch lecker. Hättest du gesagt, dass du das willst, ne? Ja, ich weiß halt nicht, wie es heißt. Ja, hättest du gesagt, du willst genau das haben, Digga, was der Typ hat. Ja, ich wollte nicht so aufdringlich sein, Leute. Ich bin hier in Istanbul. Willst du mir sagen? Du musst mir sagen, Bro. Werke musstest du eigentlich schon wissen, Digga. Also später, wenn er eine Freundin hat, muss er auch umso mehr wissen, ne, was sie will. Die wird dir gar nichts sagen. Also schmeckt lecker. Okay, Freunde, jetzt teste ich natürlich auch den Hasen. Den Hasen? Getrocknete Tomaten. Ah, erinnert mich an meinen Griechenland-Vlog, da könnt ihr auch vorbeischauen. Habe ich natürlich dann in der Beschreibung verlinkt oder auch am Ende des Videos in der Title-Card natürlich. Bam, bam, bam. Bisschen generalisieren. Bruder, ich kriege aber keine Nudeln drauf. Ich habe nur Toppings drauf, Bro. Das ist crazy. Du musst halb Italiener dafür sein. Wirklich, Bro. Geschafft, Digga. Wie ein Goat. Ich sage, let's go, Bismillah. Schmeckt stabil. Schmeckt einfach nach einer guten Pesto-Pasta, muss ich sagen. Also nach einer okayen bis guten Pesto-Pasta, Digga. Kann man auf jeden Fall machen. Getrocknete Tomaten feiere ich sehr, muss ich sagen. Geben nochmal so eine schöne Säure, aber auch so eine Süße rein. Ja. Das riecht geil. Man kriegt aber keine fucking Nudeln auf diese scheiß Gabel rauf. Nur Toppings, Bro. Guck mal. Tja. Auf einmal sind Nudeln drauf, ne? Ist voll viel Effekt, weil ich habe mich schon was beschwert, aber da hat es geklappt. Ja, nobody cares, ja. Flug
Flugzeug kommt, Flugzeug kommt, Flugzeug kommt. Leckeres Chip. Mit ein bisschen Nudeln. Bruder, ich weiß nicht, sind wir in New York oder Istanbul, Digga? Ich weiß es wirklich nicht. Aber ey, komm, hier gibt's sogar Döner, Bro. Holy shit, in der Türkei war Döner. Neben den ganzen Fried Chicken Läden. Deutsche regen sich darüber auf, dass an jeder Ecke ein Dönerladen zu finden ist. Ich reg mich darüber auf, dass es hier an jeder Ecke Fried Chicken gibt. Also eigentlich habe ich kein Problem damit, weil Fried Chicken ist geil, aber trotzdem, Digga. Yeah. Bruder, nach Kanoa gehen wir auch die Tage mal in einem Video. Deswegen schaut auf jeden Fall dann auch vorbei. Abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Let's go. Der Booty Dragonian hat sich das Fried Chicken in sein Auge genommen. Ein wildes Tier auf der Jagd nach dem richtigen Fleisch, Digga. Vielleicht die Preise sind gar nicht so schlimm, ne? Ja, Digga. Also das sind so 11 Euro oder so. Digga, das ist einfach alles, Digga. Ja. 12 Euro, 6 Euro pro Person, das ist miese günstig, ne? Wirklich. Das hier lohnt sich am meisten, aber das können wir nicht essen. Warum? Zu viel, oder? Oder? Weiß ich, glaube, die Burger sind nicht so groß. Ja, dann regelwerke das hier mit zwei Chile Limonata auf meinen Nacken groß. Alles sehr gerne gemacht, natürlich. Oder er hat mich gerade angesprochen mit seinem Strohhalm, Digga. Das war wirklich nicht lustig. Das ist crazy. So, wir haben hier ein Strawberry Limonade. Schmeckt genauso. Also wenn ihr einfach so Fruchteis holt bei Edeka und Erdbeergeschmack hat, schmeckt so. Rote Flutschfinger-Geschmack. Ja, ich hab keine Ahnung, was er meint. Ich probier mal. Ja, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Sie haben ihn geschmolzen. Oh mein Gott, schmeckt Todes nach Flutschfinger. Hab ich gesagt. Also, wir haben jetzt hier Chicken. Verschiedene Gewürze. Ja. Einmal Cayenne Pepper oder so. Ja, irgendwie so. Dann einmal Gewürz und einmal Gewürz 2. Ich weiß nicht was. Sehr classic. Hat was vom KFC. Das Gewürz greift dich direkt an, sobald du dieses Chicken berührst. Für den Preis, Bombe. Ich nehme erstmal das Gewürzte, Digga. Ich schwöre, ich habe das Gefühl, irgendwie das nach Lemon Pepper schmeckt, aber es ist kein Lemon Pepper eigentlich, Digga. Aber seit ich dieses eine Cheesesteak gegessen habe, ich suche eine Lemon Pepper Soße wie die, Bro. Bitte helft mir. Let's go. Ich muss sagen, das Gewürz ist, also es ist nicht so scharf, für mich ist es noch normal. Aber es ist jetzt auch nicht so intensiv vom Geschmack her, muss ich sagen. Aber es schmeckt noch relativ basic damit. Das schmeckt nach KFC. Ich finde es normal, schmeckt schon besser. Habt du gesagt, es schmeckt nach KFC, ich finde jetzt nicht unbedingt. KFC ist ein bisschen stärker gewürzt, muss ich sagen. Der ist ein bisschen milder, aber schmeckt gut. Das Chicken ist saftig, kann man sich gut geben, außen crunchy, Digga. Gelutscht auf meinen frittierten Hotdog hier. Der bist auch so ein Long Chicken, wa? Ja. Ich habe so frittierte Hotdog eigentlich. Spaß, Leute, das ist Chicken. Bisschen zu trocken. Aber für den Preis nehme ich alles. Ich nehme jetzt auch diesen Burger in meinen Mund, der etwas länglicher ist. Er hat mich wirklich an Make Chicken, Digga, oder so ein Long Chicken oder so. Let's go. Er hat mich von der Trockenheit wirklich an einen Long Chicken aus Burger King, Digga. Ist aber okay, schmeckt sogar ziemlich vom Geschmack her nach dem Burger King Burger. Kann man machen, aber ein bisschen mehr Soße wäre schon Baba gewesen. So ist ein bisschen wirklich trocken. Verschluckt, Digga. Was soll man machen, Digga? 6 Euro nehme ich mit. In dem Laden geht es darum, deinen eigenen Burger zu verbessern. Das haben wir jetzt erst herausgefunden. Das ist schon eine, anstatt eine 5 von 10, eine 6,8 von 10. Ohne Kreation 5 von 10, mit Kreation 6 von 10. Wie kann die Erderwärmung stimmen, wenn es nachts kälter als draußen ist? Gute Frage. Abdu, mir ist kalt, kannst du mir deine Jacke geben? Sorry, Dollars und Isions. Die Isions gehört dazu. John Broke, bitte mach Product Placement mit mir. Die Massen chillen hier. Musik. Lightning McQueen von kommt auch vorbei, Digga. Aber ist auf jeden Fall cool, Digga. Sag ich so, wie es ist. So, die Menschen chillen hier zusammen, hören so Musik. Ist was sehr, sehr Schönes, Digga. Bro, mach Werbung mit dir, Digga. Ich hab den Mercedes nicht gewonnen.